Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind bei den SQL-Themen und wollen uns heute mal um die Trigger kümmern. Zielgruppe im Wesentlichen Anwendungsentwickler 12. Klasse und jeder, der Trigger kennenlernen möchte. Bevor wir uns die Trigger anschauen, müssen wir uns aber noch mal ein paar Sachen anschauen. Also Trigger sind im Wesentlichen Sachen, Funktionen, die automatisch bei Datenmanipulationen ausgelöst werden. Und deswegen schauen wir uns erstmal an, was können wir denn an Daten so manipulieren auf unserer Datenbank. Und dazu haben wir jetzt hier einfach mal so eine Beispieltabelle mit zwei Datensätzen, zwei Kunden, Meier und Kunz. Und was kann ich machen? Ich kann ein Insert-Statement ausführen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, ich hätte gerne einen neuen Kunden, Set-KID gleich 3 und Name gleich Bäcker. Und dann würde dieser neue Datensatz dort einfach eingetragen werden. Ich kann auch sagen, ich würde gerne einen Datensatz ändern. Ja, also ich kann beispielsweise ein Update machen und kann einzelne oder auch mehrere Datensätze, wenn ich die Where-Bedingungen entsprechend anders schneide, kann ich mehrere Datensätze anpassen. In dem Fall sage ich einfach nur, der Kunde mit der Kunde-ID soll jetzt nicht mehr Bäcker, sondern Schneider heißen. Ja, und dann kann ich natürlich noch Datensätze löschen. Ja, auch hier kann ich mehrere Datensätze auf einmal löschen oder auch alle. Oder wie in dem Fall, wenn ich auf den Primary Key einschränke, nur einen, nämlich den mit der Kunden-ID 3. Und dann ist der Herr oder Frau Schneider wieder weg. Okay, das wären jetzt die Aktionen, die ich machen kann, um Daten innerhalb der Datenbank zu verändern. Und genau dieses Insert, Update, Delete, also dieses Einfügen, Ändern und Löschen, löst einen Trigger aus, wenn ich ihn denn vorgesehen habe. Und Replace, könnte jetzt der eine oder andere sagen, fehlt hier. Das ist richtig, aber Replace ist eigentlich nichts anderes wie ein optionales Delete und ein anschließendes Insert. Ja? Also Replace ist nichts anderes wie, ich gucke nach, gibt es den Datensatz schon, basierend auf dem Primary Key? Und wenn es den schon gibt, dann lösche ich ihn und schreibe ihn neu rein. Und wenn es den noch nicht gibt, dann mache ich einfach nur ein Insert. Insofern ist Replace durch den Insert und den Delete abgedeckt. Ja, und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, Trigger führt dann was aus. Und im Wesentlichen ist es SQL-Code, der ausgeführt wird. Bevor wir uns jetzt auf den Syntax stürzen, müssen wir uns aber noch mal ein bisschen konzeptionell mit der Manipulation von Daten auseinandersetzen, damit wir die einzelnen Elemente des Syntax besser verstehen. Also, wenn wir jetzt beispielsweise ein Insert machen, dann sehen wir hier eine Tabelle und nach dem Insert sieht sie halt anders aus. Da ist ein neuer Datensatz jetzt drin. Soweit logisch. Beim Update haben wir auch eine Tabelle und wir haben danach irgendwie eine andere Konstellation, sprich wir haben irgendwelche Datensätze verändert. Und beim Delete haben wir auch eine gewisse Menge an Datensätzen und danach sind es halt weniger. So, und jetzt können wir bei unseren Tabellen die neuen Datensätze identifizieren. Und zwar beim Insert ist es der, der neu hinzugefügt wurde, und beim Update ist es der, der verändert wurde. Der ist dann eben in Zukunft eben in einer neuen Strukturkonstellation. Wir können auch die alten Datensätze identifizieren. Ja, also beim Update ist es das, was vorher da war und in Zukunft nicht mehr, also verändert wurde. Und beim Delete ist es das, was vorher da war und dann eben rausgeschmissen wurde. Also die alten Datensätze hätten wir hier. Und wir können jetzt auch noch sagen, ich kann meine Datenkonstellation vor der Ausführung meiner Datenmanipulation anschauen. Und ich könnte es theoretisch auch danach anschauen. Ja. Und genau diese Elemente werden wir jetzt brauchen, wenn wir den Syntax eines Triggers uns genauer anschauen. Also, was kann ich machen? Insert, Update, Delete, alte, neue Datensätze und wie sieht die Situation vor und nach der Ausführung der Manipulation aus? So sieht jetzt ein Code für einen Trigger aus. Wir gehen gleich nochmal Schritt für Schritt durch. Aber was vielleicht dem einen oder anderen jetzt schon aufgefallen ist, wir haben hier mehrere Semikolons. Und aus Sicht von MySQL ist der Befehl, den ich tippe, hier zu Ende. MySQL sagt, das ist ein Semikolon, also ist der Befehl zu Ende und ich schicke ihn ab. Aber er ist ja noch nicht vollständig, weil unten dieses End noch fehlt. Das heißt, hier haben wir ein Problem. Wir können nicht mehrere SQL-Befehle in einen Trigger auslösen lassen, weil der SQL-Befehl ja durch einen Semikolon
geschlossen wird. Aber der Create-Trigger-Befehl ist auch wieder ein Befehl, der durch ein Semikolon abgeschlossen wird. Und jetzt haben wir hier eine Doppeldeutigkeit des Semikolons und das ist schlecht. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier was überlegen. Und die Lösung des Ganzen ist, dass wir jetzt verhindern, dass dieses Semikolon hier zum Abschluss des Befehls führt. Und dieses Semikolon ist ein sogenannter Delimiter. Und wir können diesen Delimiter austauschen. Wir können jetzt MySQL sagen, bitte schick den Befehl nicht ab, wenn das Semikolon kommt, sondern wenn, und in dem Fall jetzt das doppelte Dollarzeichen kommt. Und Sie können da nehmen, was man will, das ist egal. Ich kann den Namen der Katze nehmen, aber es hat sich das doppelte Dollarzeichen etabliert. Und immer dann, wenn man in irgendwelchen Skripten das doppelte Dollarzeichen sieht, weiß man, aha, da hat irgendjemand den Delimiter ausgetauscht. Und damit ist der Befehl jetzt hier unten zu Ende und nicht mehr da oben drin. Ja? Und was wir natürlich jetzt auch noch machen müssen, wir müssen den Delimiter jetzt wieder zurücktauschen, damit wir eben das Semikolon wieder als normalen erwarteten Delimiter für MySQL haben. Gut, das Create-Schlüsselwort kennen wir ja schon von Create Database, Create Table, View, Index und so weiter. Und jetzt eben auch für den Trigger, Create Trigger. Jetzt verpassen wir dem noch einen eindeutigen Namen. Der muss innerhalb der Datenbank eindeutig sein. Also wenn wir mehrere Datenbanken mit einem RDBMS verwalten, dann muss ich pro Datenbank den eindeutig halten. So, MyTrigger ist vielleicht jetzt nicht der schlauste Name, aber für ein Tutorial ist es eigentlich brauchbar. Gut, damit weiß die Datenbank, jo, jetzt soll ein Trigger erzeugt werden. Jetzt müssen wir noch der Datenbank sagen, wann soll er denn laufen? Also unsere Geschichten mit Insert, Update oder Delete. Das heißt, hier kann jetzt stehen beispielsweise ein Insert. Ja? Und wenn dort ein Insert steht, hört der Trigger oder wird er ausgeführt, wenn auf der Tabelle ein Kunststück Insert ausgeführt wird. Aber nicht nur beim Insert, sondern immer dann, wenn wir Datensätze einfügen, also inserten, wenn es das Wort überhaupt gibt. Und zwar beispielsweise auch bei Load Data in File. Dort würden wir auch neue Datensätze schreiben und dort soll der Trigger natürlich auch ausgelöst werden. Oder auch beim Replace. Das heißt, wenn da oben Insert steht, gilt es für Insert, für Load Data und für Replace, weil Replace ja auch nach dem optionalen Delete ein Insert ausführt. So, was können wir noch reinschreiben? Ein Update. Und Update hört nur auf Update. Ja, also es gibt keinen anderen Befehl, der wirklich eine Veränderung eines existierenden Datensatzes durchführt. Und dementsprechend gibt es hier nur die Möglichkeit des Updates. Ja, und dann haben wir zum Schluss noch das Delete. Und Delete hört auf, natürlich Delete, aber wir haben vorhin ja auch gesagt, das Replace hat auch ein optionales Delete davor. Und dann würden wir hier an der Stelle auch ein Auslösen des Triggers beobachten, wenn wir beim Replace einen existierenden Datensatz ersetzen würden. Dann haben wir noch die Tabelle angegeben, auf der Trigger hören soll. Nämlich, wenn ein Delete auf Kunde oder ein Insert auf Kunde oder ein Update auf dem Kunde durchgeführt wird. Je nachdem, was wir davor schreiben. Ja? Und damit haben wir den Trigger soweit eigentlich spezifiziert, wann der oder warum er auslösen soll. Das Wann fehlt aber noch. Und das wäre hier. Wann soll der Trigger den Code abarbeiten? Soll er bevor oder nach dem Update es durchführen? Ja? Also bei dem After heißt es danach. Also führe erst das Update-Statement aus und dann mache die Aktionen, die im Trigger drin stehen. Das ist deswegen wichtig, weil wenn wir beispielsweise sagen, fügen oder ändern ein Betragsfeld von 100 auf 100.000, dann möchte ich vielleicht irgendeinen Log-Eintrag machen, wenn der Gesamtbetrag über 300.000 wird. Ja, also muss ich zuerst updaten, dann summieren und dann weiß ich, was nach dem Update der Gesamtbetrag ist. Wenn ich aber sage, nö, ich möchte wissen, was vor dem Update an Gesamtbetrag war, dann muss ich halt hier anstatt after bevor reinschreiben. Also die beiden Schlüsselwörter sind hier erlaubt, after und before. So, damit haben wir jetzt schon einiges von unserer konzeptionellen Überlegung in unserem Create-Trigger-Befehl wiedergefunden.
Was jetzt noch fehlt, ist diese Sache mit dem alten und dem neuen Datensatz. Ich habe jetzt hier old.name hinterlegt. Ja? Also der alte Wert, den kann ich jetzt in meinem SQL-Statement innerhalb des Triggers auch wieder abgreifen. Also ich kann jetzt quasi auf diese Datensätze zugreifen. Und old haben wir vorhin geguckt. Old gibt es immer dann, wenn ich ein Update mache. Ja? Also ich ändere etwas von einem alten zu einem neuen Datensatz. Oder wenn ich einen Delete mache, wenn ich von einem alten, wenn ich den alten Datensatz rausschmeiße, dann ist er danach nicht mehr da. Und mit old.name würde ich jetzt hier, wenn es ein Delete wäre, den Wert tatsächlich nochmal im Trigger greifen können. Und replace, ja, war wieder das optionale Delete, kommt hier natürlich auch mit auf die Liste. Jetzt können wir hier noch auf den neuen Datensatz zugreifen und neu gibt es natürlich beim Insert, weil dort schreibe ich einen neuen Datensatz rein und natürlich auch beim Update. Ich ändere vom alten auf einen neuen Wert, also new.name. Replace ist natürlich wieder wegen dem Insert, das im Replace ausgeführt wird, Teil der Liste. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch Load Data, was ja auch nichts anderes ist wie ein massenhafter Insert über ein externes File. Damit haben wir jetzt eigentlich alle Besonderheiten unseres Triggercodes hier mal kurz angesprochen und ja, damit ist der Trigger eigentlich fertig. Jetzt ist es so, dass wir hier die Befehlskette so aufbauen, dass wir sagen, okay, nach diesem Create Trigger, My Trigger After Update und Kunde sage ich MySQL für jeden Für jede Zeile, die jetzt in dem Fall abgedatet wurde, mach was. Ja, for each row begin. Das heißt, jeder einzeln veränderte Datensatz wird hier individuell in dieser Schleife abgearbeitet. Und gerade beim Update ist es ja möglich, dass ich, wenn ich beispielsweise keine Where-Klausel im Update habe, dass ich alle Datensätze der Tabelle update. Und dann wird eben hier dieser Trigger für jeden einzelnen Datensatz der Tabelle ausgeführt. Und dieser Block ist jetzt genau das, was gemacht werden soll. In dem Fall sage ich Insert into Kunde Log, irgendeine Log-Tabelle, set Kunde-ID gleich von dem alten Datensatz die Kunde-ID. Wobei die Kunde-ID ist ja hier der Primärschlüssel, also ist es wurscht, ob ich hier Old oder New reinschreibe, weil beim Update verändert sich ja der Primärschlüssel nicht. Und dann sage ich, in dieser Kunde-Log-Tabelle gibt es jetzt Name von und was schreibe ich rein? Den alten Namen, also vom alten Datensatz den Namen. Und es gibt auch eine Spalte Name nach, dort schreibe ich von dem neuen Datensatz den Namen rein. Und jetzt kann ich noch ein zweites Statement eintragen, beispielsweise Insert into irgendeine Change-Log-Tabelle. Dort schreibe ich jetzt in die Change-ID den alten, vom alten Datensatz die Kunde-ID rein, was beim Update auch wieder gleiches Argument, der neu sein dürfte und in Change Tab einfach ein hardcoded String Kunde. Das heißt, meine beiden Tabellen Kunde Log und Change Log locken einfach, was ist denn da eigentlich passiert? Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Es ist einfach ein Beispiel für den Trigger. So, jetzt kann noch sein, dass ich sage, oh, ich möchte nur unter einer ganz bestimmten Bedingung dieses Insert ausführen. Und jetzt kann ich diese Inserts auch bedingt machen. Kann beispielsweise jetzt hier ein If-Statement einbauen. If irgendwas und dann then. Ich kann auch then irgendwas und dann else und dann endif. Also es würde auch mit einem falsch und einem Warzweig funktionieren. Hier habe ich jetzt nur den Warzweig. Und was mache ich hier? Ich sage, wenn, und jetzt selektiere ich aus einer weiteren Tabelle, die habe ich jetzt mal Level Tab genannt. Ja? Aus der, da gibt es einen VIP-Flag und wenn in dieser Tabelle die Kunde-ID vom neuen oder vom alten, auch hier gilt wieder, ist es wurscht, die ID drin ist, dann hole ich mir dieses VIP-Flag dort raus und wenn dieses VIP-Flag die 1 hat, dann mach dieses Statement. Und wenn da nicht die 1 drin steht, dann lass es halt bleiben. So, also ich kann hier sozusagen jetzt beliebige Select-Statements hier reinbauen, die mir eben bei diesem If-Statement ein True oder in MySQL wäre True die 1 entsprechend auswirft. Ja, also sagen wir, wenn ich jetzt in dieser VIP-Spalte die 1 finde, dann ist die ganze If-Bedingung True und dann soll es ausgeführt werden bis zum End-If. Okay, ja, somit haben wir unseren Trigger soweit ausprobiert
programmiert und könnten ihn jetzt auch ausprobieren. Bei Triggern ist es jetzt auch nochmal wichtig, wenn wir welche bauen, zu verstehen, dass wir sie eingruppieren können. Und zwar, jeder Trigger hört ja auf eine Tabelle, also das Wo ist wichtig. Dann haben wir gelernt, dass wir Trigger auf verschiedenen Aktionen auslösen können, also auf ein Insert, ein Update oder ein Delete. Und wir können dem Trigger ja auch sagen, wann er ausgeführt werden soll, vor oder nach der Aktion. So, und das macht einen Trigger eindeutig. Und diese Eindeutigkeit müssen wir auch wahren. Das heißt, ich darf nicht einen Trigger bauen, der After Update on my Table und einen zweiten Trigger bauen, der auch auf After Update on my Table hört, sondern ich darf da nur einen machen. Das ist aber kein großes Problem, weil ich darf ja beliebig viele SQL-Statements innerhalb eines Triggers hinterlegen. Insofern muss ich die halt eben entsprechend schlau gestalten. Dann dürfen wir natürlich keine Zirkelbezüge bauen. Also ich darf nicht sagen, on Update von einer Tabelle macht ein Update auf genau diese Tabelle, weil dann hätte ich einen Zirkelbezug. Und das darf natürlich auch nicht über mehrere Tabellen eben entsprechend durchgeführt werden. Also Update on, ich höre auf Update auf Tabelle 1, mache dort ein Update auf Tabelle 2 und bei Tabelle 2 habe ich jetzt wieder einen Trigger, der wiederum Update auf Tabelle 1 macht. Dann hätte ich auch wieder einen Zirkelbezug. Üblicherweise kriegen das die MySQL Engines mit, wenn ich versuche, so einen Trigger zu bauen. Aber grundsätzlich sollte man von vornherein bei der Planung das eben nicht zulassen, weil es einfach keinen Sinn macht. Und jetzt kommt noch ein Design-Thema. Man sollte tunlichst vermeiden, Business-Daten über Trigger zu verändern. Ja, also Trigger sollten eigentlich nur für technische Zwecke genutzt werden. Was heißt das? Also wir haben ja eine Applikation und diese Applikation ist eigentlich für die Datenpflege da. Das ist ein Programm, das ist irgendeine Server-App, das ist was auch immer, es ist im Extremfall SAP, keine Ahnung. Entscheidend ist, dass die Applikation dafür da ist, die Daten zu bewirtschaften, zu pflegen, zu formen etc. Und der Job der Datenbank ist es dann nur noch, diese Daten sinnvoll, strukturiert und sicher abzuspeichern. Das macht die Datenbank. Das heißt, die Applikation ist für das Business zuständig. Die Applikation bestimmt, was Business-Daten sind und welche abgespeichert werden müssen. Und die Datenbank ist dann nur noch für die Technik zuständig. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Idee komme, einen Trigger zu bauen, der Business-Daten ändert, dann wird es ziemlich unübersichtlich und das ist kein gutes Design. Wenn es nicht anders geht, kann man da vielleicht mal Ausnahmen machen, aber ich rate da dringend davon ab. Sie kriegen sonst Ihre Datenbank nicht mehr organisatorisch in den Griff, weil keiner weiß, was da passiert. Also man muss sich vorstellen, ich habe irgendein Gerät, sagen wir mal, ich bin im Auto und ich lege eine oder ich mache das Radio an und plötzlich geht es der Blinker an. Ja, weil irgendein Trigger intern dafür sorgt, wenn das Radio angeht, geht der Blinker an. Diesen Zusammenhang kriege ich nicht hin. Und hier bei Business-Daten ist es das Gleiche. Die Applikation ist der Chef dieser ganzen Geschichte. Das heißt, die Applikation bestimmt, was mit den Business-Daten passiert und sie verändert die Business-Daten, nicht die Trigger. Aber das ist jetzt einfach nur ein gut gemeinter Rat von mir. Das muss dann am Ende des Tages natürlich jeder selber entscheiden. So, jetzt kommen wir noch auf ein paar Sachen, was wir vielleicht als sinnvoll erachten. Und zwar, ich kann mir mit Show Triggers alle Trigger der Datenbank anzeigen lassen. Ja, da kommen dann noch ein paar Zusatzinformationen dazu, aber damit liste ich die auf. Dann kann ich die Definition eines Triggers mir anschauen. Das ist zum Teil bei dem Show Triggers auch drin, aber bei Show Create Trigger ist es entsprechend, übersichtlicher oder, ja, von Übersicht möchte ich da nicht sprechen. Sagen wir mal detaillierter. Und wenn ich einen Trigger wieder loswerden will, dann unser altbekanntes Schlüsselwort Drop-Trigger. Dann schauen wir uns noch schnell ein Praxisbeispiel an. Der Einfachheit halber mache ich es jetzt mal ganz normal in der Kommandokonsole von MySQL. So, dann gehen wir mal auf die Datenbank. Die habe ich jetzt einfach mal Triggertest genannt. Schauen wir uns mal an,
was wir da an Elementen haben. Also wir haben Show Tables und jetzt gucken wir mal einfach in die Tabellen rein. Select Stern from Changelog, die ist leer. Dann Kunde, da haben wir jetzt unsere drei bekannten Datensätze drin. Kundelog ist leer und in dieser Testtabelle für den Join innerhalb eines Triggers haben wir diesen einen Datensatz drin. So, dann können wir mal versuchen, den Trigger zu bauen. Ich setze erstmal den Delimiter um und jetzt kann ich das ganze Statement eingeben. Also create Trigger. Mit Sicherheit bessere Namen als myTrigger, aber für uns reicht es jetzt erstmal. After Update. Ja, also nach dem Update möchte ich was machen. Und wo soll der Update identifiziert werden? Auf der Kundetabelle. Jetzt möchte ich für jede Zeile eine oder für jede abgedatete Zeile einen Code ausführen. Also for each row begin. Als allererstes habe ich ja diese Bedingung eingebaut, also if. Jetzt holen wir uns aus der Tabelle das VIP-Flag raus. From dieser Level-Tab. Where KID dieser Tabelle ist gleich von unserem neuen Datensatz. Ja, wir können auch den alten nehmen, das ist egal. Es ist der Primärschlüssel, insofern ist es wurscht. Punkt KID. Den hole ich mir heraus, nachdem in der Level-Tab KID ein exakter Wert ist und nicht doppelt vorkommen kann, weil ich das eben als, auch dort als Primärschlüssel hinterlegt habe, kann ich jetzt hier einfach sagen 1. Ich muss nicht irgendwie Limit 1 oder sowas machen, sondern es ist garantiert 1 oder keiner. Wenn, jetzt kann ich sagen Insert, jetzt kommt der eigentliche Befehl, den ich ausführen möchte, into Kunde log. Was möchte ich machen? Set. Ich möchte die Kunde ID in der Tabelle auf meinen alten Datensatz Kunde ID. Auch hier würde der neue gehen, das ist egal. Dann Name von ist gleich, das ist der vom alten Datensatz. Jetzt ist es wichtig, dass ich den alten nehme. Punkt Name, Komma Name nach ist gleich, und jetzt kommt new.name. Das ist jetzt der neue Datensatz. So, jetzt mache ich ein Semikolon. Weil ich den Delimiter aber ausgetauscht habe, wird der Befehl nicht abgeschickt, sondern ich kann weiterschreiben. Jetzt will ich noch insert into changelog set. Und hier habe ich jetzt die change ID. Da hätte ich jetzt auch wieder den vom alten Datensatz die Kunden-ID. Und in der Change-Tab-Spalte schreibe ich jetzt einfach hartcodiert Kunde rein. Semikolon. End if, damit die Bedingung abgeschlossen wird. Hier könnte ich beispielsweise jetzt auch noch ein else einbauen und für den else-Fall noch irgendwas machen. Sparen wir uns jetzt hier. Und ja, end. Jetzt ist mein Delimiter dran. Jetzt wird der Trigger abgelegt. Und jetzt muss ich noch den Delimiter wieder zurückdrehen. So, jetzt kann ich zum Beispiel auch sagen, show create trigger my trigger. Und dann steht hier dieser Trigger drin. Und wenn ich jetzt mir alle Trigger anschauen lasse, show triggers, und dann taucht hier in dem Fall nur einer auf. Die Informationen sind sehr ähnlich, ein bisschen anders angeordnet, aber im Wesentlichen ist es genau das. Ja, und jetzt kann ich mal einen Datensatz updaten. Update, Kunde, Set. Name gleich, ich sage jetzt einfach mal Change 1, damit wir uns auskennen. Where Kunde ID ist gleich 3. Schauen wir mal rein.
Kundentabelle steht es Change 1 drin. Okay, jetzt gucken wir mal in unsere Log-Tabellen rein. Select Stern from Kunde Log. Dort steht jetzt drin, ich habe die Kunden-ID 3 von Bäcker nach Change 1 geändert. Okay, schauen wir nochmal. Select Stern from, wie haben wir das genannt? Change Log, glaube ich. So, und dort steht jetzt drin, dass in der Kundentabelle die ID 3 geändert wurde. Okay, wunderbar. Jetzt probieren wir nochmal, ob unsere Bedingung funktioniert. Update. Kunde set Name gleich change 2 where Kunde ID gleich 1. Ja? Diese Kunde ID ist nicht in dieser Level-Tabelle drin und dementsprechend dürfte jetzt der Trigger nicht den Code ausführen können, weil wir unser If-Statement drin haben. Schauen wir mal. Der Kunde ist es jetzt abgedatet worden. Und hier steht eben nichts drin. Der Grund, wie gesagt, war, dass wir hier nur diesen einen Datensatz drin haben. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt mache ich hier einen neuen Datensatz rein. Insert into Left Tab, ZK-ID gleich 2, VIP gleich 1. So, vielleicht sollte man die Tabelle noch richtig schreiben. Und jetzt gucken wir da mal rein. Jetzt haben wir hier zwei Datensätze drin. Und jetzt mache ich einen neuen Update. Und zwar sage ich jetzt Update Kunde, Set Name gleich Change 3. Und jetzt mache ich keine Where-Bedingung. Das heißt, von allen Kundendatensätzen setze ich jetzt den Namen auf Change 3. Ja? Und jetzt gucken wir mal, was passiert ist in unseren Log-Tabellen. Oder schauen wir jetzt erstmal in die Kundentabelle rein. Dort sind jetzt alle Namen auf Change 3 gesetzt worden. Und hier habe ich jetzt zwei neue Datensätze drin, nämlich ich habe den Kunz auf Change 3 gesetzt und Change 1 auch auf Change 3. Okay, damit haben wir das. Gucken wir nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber die Changelog rein. Und dort habe ich jetzt eben auch die Information, dass ich ganz am Anfang mal den Kunden mit der ID 3 geändert habe, dann 2 und nochmal 3. Damit haben wir eben bestätigt, unser Trigger funktioniert und ja, wir können damit arbeiten. Jetzt können wir ihn noch rausschmeißen. Er ist raus. Jetzt können wir nochmal spaßeshalber ein Update machen. Update Kunde, Set Name gleich Change 4. Stern from Kunde, das heißt, das ist tatsächlich passiert. Und jetzt gucken wir mal rein in die Changelog. Hier ist weiter nichts passiert und in der Kundenlog ist das Ganze auch nicht hinterlegt worden, weil der Trigger ja raus ist. Und damit haben wir jetzt eigentlich alle Funktionalitäten, die wichtig sind für den Trigger, mal uns genauer angeguckt. Damit sind wir jetzt auch am Ende der Trigger. Wie gesagt, kein großes Hexenwerk, also nichts Problematisches. Wichtig ist mir, dass man die wirklich bewusst und ganz spärlich eigentlich einsetzt und vor allem eben, dass man dadurch die Datenkonst oder die Datenhaltung nicht unübersichtlich gestaltet, weil mit Triggern ja Sachen gemacht werden, die wir auf den ersten Blick nicht identifizieren können. Die Empfehlung ist, wie ich glaube ich schon vorhin sehr deutlich gemacht habe, eben es nicht bei Business-Daten zu machen, sondern bei technischen. Ich werde irgendwann nochmal ein Video hochladen, wo wir eigene Materialized Views mal bauen und dort einen Trigger einsetzen können.
und dass man da vielleicht erkennt, was eben eine technische Nutzung eines Triggers ist und eben keine Business-Nutzung. Ja, bis dahin dann, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.